Ich bin gebürtiger Salzburger und ich liebe diese Stadt. Diese Stadt hat so viele Geschichten zu erzählen. Eine davon hat sich vor ein paar hundert Jahren ereignet und hat zu tun mit kreativer Problemlösung. Auf diese kreative Problemlösung komme ich gleich und auf die Geschichte etwas später. Sie wird zu tun haben mit der Festung Hohen Salzburg, mit dieser Burg, die hier in der Mitte dieser Stadt steht und vieles von dieser Stadt auch ausmacht und prägt. Eine andere Geschichte vorher: Es war an einem heißen Sommertag in Reno, Nevada. Ein Mann merkt, wie auf einmal in seinen Schuhen so richtig, dass es richtig dampft, dass ihm zu warm ist. Er ist Europäer, er kennt das nicht so mit der Hitze. Er macht daraufhin eines: Er zieht den Schuh aus, nimmt ein Messer, fackelt auch nicht lange, sticht rein und zwar mehrmals, macht dort viele Löcher rein. Er zieht den Schuh wieder an, steckt sein Messer weg und merkt, er hat ein neues Klima im Schuh. Es ist der Schuh, der atmet, geboren. Und diese Nummer, die Sie hier sehen, ist die Stelle in der Forbes-Liste der Milliardäre, an der Mario Policato heute steht. Ein Unternehmen ist 1995 entstanden mit 4 Buchstaben. Ein oder andere von Ihnen kennt es. Er hat die ursprüngliche Idee sogar Nike und Adidas angeboten. Beide haben abgelehnt. Also sagt er: Gut, 95, ich mache mein eigenes Unternehmen. 2004 geht er an die Börse, beschäftigt heute mehrere tausend Mitarbeiter in knapp 300 Geschäften in über 80 Ländern der Welt. So viel zum Thema kreative Problemlösung. Warum nicht etwas neu erfinden, was noch nicht da ist? Und Mario hat sich vielleicht die Frage gestellt, die sich mit WIDEC abkürzen lässt. Wenn Sie WIDEC noch nicht kennen, es steht für: Wofür ist das eine Gelegenheit? Diese Frage, die hat mir schon oft geholfen in schwierigen Situationen. Wenn etwas schiefgelaufen ist oder meine Mitarbeiterin kündigt mir oder Technik funktioniert nicht oder was auch immer. WIDEC, kleine Erinnerung, WIDEC, wofür ist das eine Gelegenheit? Und schon kommt man vom Problemdenken ins Lösungsdenken. Was das bewirken kann, möchte ich mit diesem Beispiel hier illustrieren. Und ein anderes Beispiel wurde von der Schweizerischen Mobiliar gesammelt, und zwar die eingereichten Aussagen von Versicherungsnehmern. Und die beweisen, wie kreativ Menschen sein können, wenn es um ihre eigenen Versicherungen geht. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele hier zeigen. Die sind also tatsächlich so eingegangen bei der Schweizerischen Mobiliar und die hat daraus auch einen Werbespot gemacht. Ich finde die fantastisch. Mein Sohn hat die Frau nicht umgerannt. Er ist einfach vorbeigerannt. Dabei ist die Frau durch den Luftzug umgefallen. Oder: Ich hatte den ganzen Tag Pflanzen eingekauft. Als ich die Kreuzung erreichte, wuchs plötzlich ein Busch in mein Blickfeld und ich konnte das andere Fahrzeug nicht mehr sehen. Ganz klar, wer jetzt schuld ist, oder? Der Busch. Die Unfallzeugen sind beigeheftet. Ich bin schwer krank gewesen und zweimal fast gestorben. Da können Sie mir doch wenigstens das halbe Sterbegeld auszahlen. Das Letzte: Ich war an dem Unfall nicht schuld. Schuld war die junge Frau im Minirock. Wenn Sie ein Mann sind, ist jede weitere Erklärung überflüssig. Wenn Sie aber eine Frau sind, verstehen Sie es sowieso nicht. Also Menschen sind kreativ, wir sind kreativ und ich wünsche mir und ich träume davon, dass wir alle mehr von dieser Kreativität nutzen. Viele von uns sind in einer freizeitorientierten Schonhaltung und das muss nicht so sein. Warum nicht Dinge einfach mal anders machen? All die Dinge, die wir tun, die zur Routine geworden sind, die uns vielleicht schon langweilen oder überfordern, als Gegenteil. Warum die nicht einfach mal anders machen, als Emma-Prinzip, als kleine, einfache Gedankenstütze? Und da gibt es so findige Unternehmen, die nutzen das, zum Beispiel Gastronomen, die haben diese A-Ständer vor ihren Betrieben stehen, diese Schilder. Und da steht dann vielleicht, oder an der Wand zum Beispiel, und da steht dann vielleicht sowas drauf. Auch eine Möglichkeit, oder? Weil den Kaffee zum Bleiben anstatt zum Mitgehen. Oder sowas: Wir haben kein WLAN, unterhaltet euch. Ist ja heute schon ungewohnt, oder? Wenn man mit dem Handy nicht irgendwas tippen kann. Oder: Essen Sie bei mir, sonst verhungern wir beide. Frech, aber kreativ.
So etwas braucht es. Ich wäre einer der Kunden oder Gäste, die dann reingehen würden und sagen, okay, das gefällt mir, das probiere ich aus. Ein deutsches Seminarhotel hat in der Herrentoilette die aktuelle Tageszeitung aufgeschlagen, und zwar in Sichthöhe. Einmal den Sport, einmal die aktuellen Nachrichten, einmal Politik. Wenn man da dreimal im Klo war, ist man top informiert. Einmal bekamen die Beschwerde über zu lange Wartezeiten beim Essen. Es war ein denkmalgeschütztes Gebäude und das Restaurant sehr klein, also hatten die Köche alle Hände voll zu tun. Es war zu eng. Die haben überlegt, gemeinsam, was tun wir? Wie lösen wir das Problem? Wir können nicht schneller werden in der Küche. Folgende Idee ist entstanden. Auf jedem Tisch wird ein frischer Strauß Basilikum aufgestellt, frisches Olivenöl, Salz, Pfeffer und der Mörser, sodass sich die Gäste in der Wartezeit aufs Essen ihr Pesto schon mal selber rühren konnten. Einfach mal anders, eine kreative Idee und vielleicht auch mit der Wiedeck-Frage gelöst. Es gibt eine Person, die macht sich derzeit nicht gerade beliebt. Diese Person ist die Führungskraft der Lokführer, also der Gewerkschaft der Lokführer. Und aktuell streikt ja die Deutsche Bahn bereits den zweiten Tag. Das dauert noch Montag, also 4 Tage. Ein Unternehmen hat Klaus Weselski zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Und Sie ahnen vielleicht schon welches. Ein Transportunternehmen sagt, lieber Klaus, wir danken dir. Die Menschen kommen zu uns, buchen Mietautos. Die Busse sind voll, es wird Carsharing betrieben, Menschen organisieren sich in Fahrgemeinschaften, weil jeder natürlich nach anderen Wegen sucht, von A nach B zu kommen. Aber warum nicht einmal auch aktuell etwas nutzen und kreativ aus einem Nachteil etwas machen? Manchmal passiert ja Kreativität auch ungeplant und so kommt aus einem Hoppala vielleicht heraus, wie bei diesem Unternehmen, das Sie vielleicht kennen. Also wir haben ja gewusst, dass es denen bei der Smartphone-Sparte nicht wirklich gut geht, aber dass sie bei den Übersetzern auch schon sparen müssen, ist doch etwas bedenklich. Oder beim Duftbaum im Auto, da kennen wir ja die verschiedenen Flieder und alle möglichen Richtungen. Ja, warum sich nicht ein Stück Speck ins Auto hängen, wenn man drauf steht? Oder bei Ortstafeln gibt es auch Möglichkeiten, die kreativ zu gestalten. Und all das hat zu tun einfach mit Humor, mit Freude, mit manchmal ist es blöd, manchmal ist es lustig. Einmal war mein 2,5-jähriger Sohn bei mir im Büro und sitzt auf diesem Drehstuhl von mir. Also mehrere Drehstühle rund um den Besprechungstisch. Und dann dreht er von links nach rechts, hat er Freude. Und ich in meiner blöden Elternmanier sage zu dem, du hör auf, das ist ja kein Spielplatz hier. Er zu mir schaut mich an, großen Augen, doch, Spielplatz. Und in dem Moment dachte ich mir, eigentlich hat er recht, oder? Warum ist das kein Spielplatz? Warum ist das, was wir tun, nicht der Spielplatz für Erwachsene? Das wäre doch viel sinnvoller, oder? Wenn wir entspannt sind, wenn wir unsere Talente nutzen, das tun, was wir gerne tun und damit Spitzenleistung erzielen, aber ganz entspannt. Das Eigenartige ist, dass wenn ein bestimmter Tag der Woche kommt, dann ändert sich was in unserem Gehirn. Es ist der erste Tag in der Woche, und irgendwie ist unser Fokus auf einem anderen Tag. Also einen anderen Tag haben wir meistens lieber. So in Richtung Wochenende. Das hört man ja auch schon in den Medien. Am Donnerstag heißt ja schon nur noch ein Tag bis zum Wochenende. Oder wenn dann die schönste Zeit des Jahres angekündigt wird, der Urlaub. Was sind dann die restlichen 48 Wochen des Jahres? Ist das so furchtbar? Haben wir alle so furchtbare Jobs? Ein Kultmagazin hat es mal auf die Titelseite gegeben, dieses Thema. Ja, Montag könnte ich und den Rest lesen Sie bitte selber. Oder auf Instagram, auf Facebook, überall in den sozialen Netzwerken wird dieses Thema aufgegriffen. Einmal spazierte ich durch die Getreidegasse, eine der Haupteinkaufsstraßen in Salzburg. Da gibt es viele Geschäfte und ich schaue mir die gerne an. Was haben die so in der Auslage? Was gibt es da so? Und eines Tages stehe ich vor diesem Geschäft mit diesen Schildern zum Kaufen. Und das erste Schild, das Sie hier sehen, ja, das ist ja eigentlich ganz nett, also mit so Liebe machen, anstatt zu arbeiten. Ich kenne das ja auch, bin Vater von 5 Kindern, aber ich liebe auch meine Arbeit, inzwischen. Ja. Oder Still Working for Idiots ist das unterste Schild. Warum? Das ist eine eigene Einstellung, oder, die sich da gerade manifestiert, und zwar immer öfter und immer breiter. Jemand hat einmal als Antwort auf diese Richtung gepostet, es ist nicht der Montag, es sind eure Jobs.
Und die Frage ist, ob wir tatsächlich mit der rosa Brille hier vorwärts kommen und sagen, okay, machen wir mal Perspektivenwechsel, was an meinem Job ist schön. Das Blöde ist, auch wenn es die rosa Brille ist, es sieht alles gleich aus wie vorher. Also etwas schön zu reden, das nicht schön ist, funktioniert offenbar nicht. Die rosa Brille ist übrigens super zum Fahrradfahren. Da hält sie einem wunderbar die Fliegen ab, die sonst im Auge landen würden. Aber zu sonstigen taugt sie nicht. Wohin führt uns das, wenn wir das nicht ändern? Tatsächlich den Job, den Inhalt, unsere Betätigung innerhalb des Unternehmens, außerhalb, als Selbstständiger. Es endet vielleicht in einem System, wo wir so ähnlich uns fühlen wie die Maus. Die Maus steigt ein in dieses Rad und läuft und läuft und läuft und irgendwann wird es zu schnell. Dieses Rad, es erwischt die arme Maus und sie kippt raus. Was macht die Maus aber? Sie kennt ja nichts anderes, sie geht wieder rein in das Hamsterrad. Und wieder und wieder und wieder. Vielleicht den Film täglich Grüß das Murmeltier, kennen Sie vielleicht. Immerhin fällt sie ja weich. Das ist schön gepolstert hier mit Heu, also sie tut sich ja da nichts und es geht immer und immer wieder so dahin. Und das, was wir als witzig empfinden, wahrscheinlich hat die Maus irgendwann einmal Gehirnerschütterung. Ja? Oder irgendwas braucht es, dass die umdenkt. Mir ging es vor vielen Jahren so, als ich unterwegs war von einem Seminar nach Hause. Und auf einmal drehte sich so die Straße unter mir gefühlt. Es war ganz schwarz vor meinen Augen und irgendwie musste ich stehen bleiben. Am nächsten Tag ging ich zum Arzt, weil ich mir dachte, was ist da los? Er untersuchte mich und sagte, nee, körperlich alles in Ordnung, aber wie schaut es mit Ihrem Stressniveau aus? Und ich blickte in meinen Kalender, um das zu überprüfen, und sah, ich arbeitete 3 Wochen durch und irgendwie nervte mich auch der Job. Nach 20 Jahren in der Weiterbildungsbranche und Teilnehmer, die als erstes in der Früh schon fragen, ob wir am Abend früher Schluss machen können, habe ich mir gedacht, was gibt es eigentlich sonst noch für Jobs? Und habe angefangen umzudenken, wieder andere Prioritäten zu setzen, zu schauen, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe, etwas Gutes für mich selber tue, überlege, ob es nicht eine andere Betätigungsmöglichkeit gibt in meinem Job. Ich habe mich selber neu erfunden. Ich habe gemerkt, die Vorträge vor großen Gruppen, die machen mir richtig Freude. Ich mache nach wie vor Beratungen und Seminare und auch andere Sachen, aber diese Vorträge, Impulse geben zu dürfen, Erfahrungen auszutauschen, die bereiten mir richtig Freude. Und das war nicht immer so. Ich habe selber erkennen müssen, dass dieser dauernde Stress krank macht. Und manchmal braucht es richtig diesen Schuss vom Bug. Der Trainerkollege von mir ist gerade wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er einen Herzinfarkt gehabt hat. Und auf einmal fängt er auch an umzudenken. Früher, als ich sagte, du gehst mit joggen, hat er mich immer belächelt, du mit dem Lauf und so. Heute geht er selber. Also mit Walkingstöcken, schön langsam, im richtigen Pulsbereich, aber irgendwann werden wir auch gemeinsam joggen gehen. Was passiert? Im Endeffekt werden wir alle gesünder. Die Krankenstandstage gehen runter, aber eine Kurve, die ansteigt, ist die Erkrankung aufgrund psychischer Gesundheit. Gesamt minus 4% in den circa letzten 10 Jahren, Arbeitsunfälle fast minus 50%, das ist schön, das wird weniger. Zunahme der psychischen Erkrankungen plus 200%. Das ist etwas, wo ich mir denke, muss das so sein? Warum ist das so? Ist das nur in Österreich so? Nein, auch in Deutschland ist es so. Atmungssystem, Kreislaufsystem, das wird alles gesünder. Das ist so hier auf der linken Seite zu erkennen. Ganz unten psychische Erkrankungen, fast plus 100%. Innerhalb der letzten 10 Jahre findet eine große deutsche Versicherung raus. Die Anzahl der verschriebenen Psychopharmaka nimmt zu. Auch die Kosten. Und es überlegen sich alle möglichen Offiziellen, was können wir tun mit diesem Thema, machen dazu Vorschläge. Manchmal entstehen auch daraus unfreiwillige Hoppalas, wie zum Beispiel hier. Also ist gut gemeint. Und jemand hat einmal gesagt, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Aber was ist dann die Lösung? Was ist dann das, was uns doch wieder gesund macht oder erfüllt und mit Freude bringt? Und das hat mich die letzten Jahre beschäftigt. Und ich habe überlegt, gibt es so etwas wie Leistungsglück? Kann es so etwas überhaupt geben? Und ich bin draufgekommen, der Job ist nicht das, was uns ultimativ erfüllt und glücklich machen soll. Es gibt viele andere Dinge, die wichtig sind. Familie, Gesundheit, Glaube und so weiter. Aber Tatsache ist doch, dass wir den größten Teil unserer Wachzeit in der Arbeit verbringen. Und wenn wir das tun, warum dann nicht das so tun, dass es uns Freude bereitet und auch dadurch anderen? Die TUFO-Formel möchte ich Ihnen heute als letztes noch anbieten, so zur WIDEC und zum EMA-Prinzip dazu. Also kleinen Abkürzungen, die man sich hoffentlich dann leichter merkt. TUFO steht für Talent, Umsetzung, Freiheit und Umgebung. Das heißt, wie nutze ich meine Talente? In welcher Umgebung mache ich das? Auch mit wem? Welche Freiheit habe ich hier, das zu tun, was ich tun möchte?
Denn es ist der Grad der Fremdbestimmung, der uns stresst. Je mehr davon, desto mehr Stress. Und was mache ich daraus? Die Umsetzung. Dafür stehen diese vier Bereiche. Und das kann jeder für sich selber überprüfen. Ich musste das für mich selber überprüfen vor ein paar Jahren und ich mache das laufend immer wieder. Kann ich meine Talente einsetzen? In welcher Umgebung? Und das heißt, manchmal gehe ich in ein Café mit meinem Laptop, um ein Seminar vorzubereiten oder einen Vortrag. Die Freiheit, welche Freiheit kann ich mir nehmen, um das zu tun, was mir wichtig ist? Und tue ich es auch? Die Umsetzung, das letzte O. Und dann gibt es immer wieder Leute, die mir erklären, warum das nicht geht und warum das bei ihnen viel schwieriger ist. Dann habe ich meistens ganz gern eine Antwort an dieser Stelle. Wer will, findet Wege. Wer nicht, hat Gründe. Und spätestens an der Stelle kann man sich aussuchen, finde ich Wege, suche ich Wege oder habe ich Gründe. Und sie werden in beiden Recht haben. Was tun wir also mit unseren Talenten? Jeder von Ihnen hat so eine große Schatzkiste mitbekommen. Die ist ja viel zu klein. Die ist gefüllt mit Talenten, mit Gold, mit allem Möglichen, mit ihren Fähigkeiten. Was machen wir daraus? Spätestens zum Jahresende fragen wir uns das. Oder wenn wir im Krankenhaus liegen oder am Ende eines Lebens. Was habe ich mit meinen Talenten gemacht? Übrigens, wer hier Lust hat auf Salzburger Schokolade-Spezialitäten, kann gerne nachher hier noch zugreifen. Also, was machen wir mit unseren Talenten? Ist so meine erste Frage, auch an mich selber, und zwar jeden Tag. Nutze ich die gut genug? Und Ressourcen, da war doch noch etwas mit einer Geschichte, die ich erzählen wollte über Salzburg. Das möchte ich an der Stelle noch tun. Diese Festung war die Rettung für die Salzburger, als vor circa 500 Jahren die Feinde kamen. Und die Feinde merkten, dass diese Festung so gut gebaut war, dass man sie nicht einnehmen konnte. Dicke Mauern, steile Wege, die raufführen zur Festung, dicke Türen, fest verriegelt, mehrfach gesichert. War uneinnehmbar damals. Also dachten sich die Folgendes, okay, wenn wir nicht reinkommen, dann bilden wir einen Belagerungsring. Wir lassen da keinen mehr raus und rein. Mal schauen, wie lange die das dort aushalten. Die Salzburger hielten es aus, lange, bis der Tag kam, wo die Vorräte fast verbraucht waren. Sie hatten nur noch einen Stier. Der war bereits auf dem Weg dazu, geschlachtet zu werden. Als der Hauptmann auf einmal zum Bischof sagt, Bischof, gib mir diesen Stier und gib mir 3 Tage. Bischof, okay, Hauptmann, du hast dich bewährt, ich vertraue dir, komm, nimm den Stier und hilf uns. Hauptmann geht mit dem Stier weg. Auf einmal sehen unten die Feinde, wie über die Mauer der Festung ein Stier gezogen wird, geführt wird. Immer wieder von links nach rechts und schon in der Früh. Gut, denken sich die, ein Stier, was ist das schon? Es ist mittags. Wieder wird ein Stier herumgeführt oben auf der Mauer der Festung. Diesmal ist er allerdings schwarz. Feinde denken sich, oh, die haben schon 2 Stiere, es könnte noch etwas dauern. Am Abend das gleiche Szenario nochmal, diesmal ist er weiß, der Stier, der dort auf- und abgeführt wird. Am Ende des 2. Tages, nachdem die 6 verschiedene Stiere gesehen haben unten, zogen sie in einer Nacht- und Nebelaktion ab. Weil sie sich dachten, das dauert uns zu lange, das halten wir selber nicht mehr aus. Danach gingen die Salzburger runter zur Salzach und wuschen den Stier, den einen, den sie hatten und den sie angemalt haben. Daraus sind die Salzburger Stierwascher entstanden. Mir gefällt dieser Gedanke, dass alles da ist, was wir brauchen und dass wir alles haben. Manchmal sind es beschränkte Ressourcen, manchmal ist es nicht viel, manchmal ist es wenig, aber auch damit können wir doch etwas tun. Wir haben keine Ahnung von der Macht, die wir haben, die Welt täglich neu zu erfinden. Und wenn Sie glauben, das könnte jetzt ein guter Schlusssatz sein, dann haben Sie recht.